Dann den Multishot hier rein. Und ich glaube, jetzt sollte das schon ganz gut abgehen. Was? Was? Das habe ich noch nie gesehen. Was passiert hier? Holy shit. Jo Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Magicraft Eskalation. Ich habe richtig Bock und würde sagen, wir hüpfen sofort rein. Falls ihr Lust habt auf mehr Magicraft, lasst es mich gerne mit einem Like wissen. Und für heute habe ich mir wieder einen ziemlich geilen Bild überlegt, mit dem wir schön reinböllern werden. Beziehungsweise ich bin ein simpler Mensch. Ich mag, wenn es knallt. Und es wurde sich jetzt in den Kommentaren des Öfteren gewünscht, dass ich doch mal wieder richtig schön mit den Steinen eskalieren soll. Ich habe nämlich, glaube ich, auch noch keinen Trollface-Kill mit den Steinen hinbekommen. Und das werden wir heute natürlich ganz frech probieren. Dafür schmeißen wir alles raus, was hier irgendwie mit Beschwörungen zu tun hat. Will ich alles nicht sehen. Und dann könnten wir vielleicht so ein bisschen noch Zeug rauswerfen, das sowieso jetzt nicht so gut reinpasst. Dash denke ich nicht. Adava hätte ich gerne mal wieder, aber das kommt eh immer zu spät in meinen Runs. Deswegen, wir lassen es mal drin. Vielleicht haben wir ja richtig Glück und kriegen Adava früh im Run und können damit heftig eskalieren. Wahrscheinlich aber nicht. Ich mache mir keine Hoffnungen. Wir werden sehen. Das schmeißen wir noch raus. Dann schmeißen wir... Boah, wir können eigentlich noch ein bisschen was rauskicken. Ja, vielleicht hier nochmal den Dragon Breath. Den brauche ich heute auch gar nicht. Und dann denke ich, passt das so. Ah, das Gift können wir noch raushauen. Das braucht auch kein Mensch. Und dann gehen wir mal sofort rein. Haben maximale Menge an Zaubern rausgehauen. Und heute ist wirklich alles egal. Es soll einfach nur mit Steinen komplett eskalieren. Ich bin sehr gespannt, ob das Spiel gönnt. In meinem letzten Run war das Spiel ja schon sehr gönnerhaft. Da habe ich ja wirklich extremes Glück gehabt. Mal gucken, ob das sich jetzt fortsetzt oder ob das Spiel es mir jetzt ein bisschen schwieriger macht heute. Was bekommen wir hier? Wir bekommen Penetration und Range Enhancer. Können wir vielleicht was mitmachen? Ein paar Leben wären definitiv nicht verkehrt, schon früh im Run mitzunehmen. Aber ich glaube, wir gönnen uns erstmal Zauber, damit wir ein bisschen was Besseres haben als hier diesen Magic Bullet Standard Kram am Anfang und hier vielleicht etwas leichter durch die Räume kommen. Und schon direkt eine Kiste mit einem krassen Item drin. Ja, der Trank ist definitiv nicht schlecht. Also schon mal ein bisschen extra Geld. Vor allen Dingen, weil wir ja ganz gutes Startkapital haben. Acceleratoren könnten lustig werden. Echo oder Frostkristall. Wir nehmen einfach Frostkristall mit. Und jetzt ist die Frage, gehe ich hier aufs Geld oder gönne ich mir die Leben? Weil wir könnten hier aufs Geld gehen und sagen, wir ballern uns dann gleich den Trank rein. Ach, Moment, der ist ja eh egal. Der skaliert ja mit Leben. Das ist ja gar nicht der andere Trank. Ich habe nichts gesagt. Wir brauchen tatsächlich gar kein Geld mitnehmen, weil wir einfach nur Leben brauchen. Und dann kriegen wir ja eh mehr Geld raus, solange ich keinen Schaden bekomme. Ich hoffe, das kriege ich hin. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Jawohl, da sind unsere Leben und wir kriegen direkt nochmal Leben. Hier brauchen wir auch gar nichts von. Also die jetzt zu killen, die Mühe mache ich mir nicht mal. Wir gehen einfach direkt weiter. Sind richtig ekelhafte Räume gerade hier zum Anfang, dafür, dass ich nur die Magic Bullets habe. Also hier mit 3 Milliarden Gegnern und dann noch diesen blöden Eiern, die ausschlüpfen, wenn ich nicht schnell genug bin. Das ist echt unangenehm, aber wir kriegen Leben und danach jetzt den Shop wäre perfekt. Wenn wir jetzt den Shop bekommen, wäre das wirklich absolut perfekt. Oh mein Gott, das ist tatsächlich das Beste, was uns passieren konnte. Ich habe nämlich 190 Leben, das heißt, ich kann mir gleich den Trank reindrücken. Und wir kriegen dann nochmal richtig schön extra Geld. 38 Münzen kriegen wir extra. Das ist zum Start echt eine Menge Cash. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle natürlich ist, wie holen wir am meisten aus unseren Steinen raus? Ich denke, Duett ist inzwischen ja schon so, wenn man die Trollface-Bosse killen will, einer der besten Zauber, die es gibt. Dann haben wir hier den Doppelschlüssel, den gönne ich mir auch. Das ist mir alles egal, das ist mir auch alles relativ egal. Das Meteore könnte man erstmal mitnehmen, damit wir einfach ein bisschen leichter durch das Early Game durchkommen. Sind Meteore, glaube ich, nicht so verkehrt. Und dann Split, ja, könnte man auch machen. Duration ist auch okay, aber jetzt nicht so richtig krass. Nochmal Duett, bin ich cool mit. Und wir drehen nochmal. Leider keinen geilen Zauberstab bekommen.
Aber wir haben jetzt fette Meteore, die wir einfach der Spinne aufs Gesicht klatschen können. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht selber wegnuke, wie es mir vielleicht schon des Öfteren mal immer gerne passiert ist. Und wir kriegen Spop oder Guiding Fable. Guiding Fable ist gar nicht so ein schlechter Zauberstab, aber jetzt auch nicht so ultra krass. Ja, der hat einfach ein bisschen mehr Mana und das war's. Also er ist jetzt nicht besonders gut. Aber im Vergleich zu unserem Startzauberstab ist er einfach 20 Mana mehr und ein bisschen mehr Regeneration. Und dafür ist es der Meteor natürlich perfekt. Wir können einfach hier die Räume erstmal komplett wegböllern. Das Wichtigste ist eigentlich nur, dass ich meine Rüstung behalte, damit wir auf jeden Fall den Spezialraum bekommen. Und der uns dann bestimmt ein paar Drills gönnt. Sehr schön. Unser erstes Relikt, wir bekommen direkt kompletten Müll. Magnifying Glass ist wahrscheinlich noch das Beste hier. Damit könnten wir uns ein bisschen heilen. Das ist auch nicht verkehrt. Ich würde Heilung mitnehmen. Wir haben gerade relativ viele Leben. Und wer weiß, Heilung kann man immer gebrauchen. Meistens braucht man es nicht, weil man Heilung durch Gold bekommt, wenn man optimal spielt und ein bisschen Glück hat. Weil eigentlich kommt diese Goldrüstung jeden Run wirklich. Ist echt selten, dass die nicht kommt. Wir kriegen Volley Plus. Das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich geil. Da könnten wir jetzt schon fast sagen, wir gehen vielleicht sogar auf eine Combo jetzt zum Anfang, dass wir sagen, wir packen uns Volley da rein, Duett da rein und dann... Ach komm, den brauche ich nicht unbedingt. Und dann knallen wir uns da noch eine Magic Bullet hinten dran. Und dann machen wir noch ein kleines bisschen mehr Schaden für wenig Mana extra. Ist jetzt natürlich keine krasse Combo, aber für den Anfang denke ich noch mal ein bisschen mehr Schaden zu machen. Und dabei sogar nicht wirklich viel mehr Mana auszugeben. Ich glaube, wir sparen sogar Mana. Oh nein, meine Erzfeinde, die Schmetterlinge. Mit Meteoren sind immer richtig nervig. Zack, und was kriegen wir? Nochmal Volley brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich hätte schon gerne Volley 2, weil Volley 2 natürlich einfach der beste Mana-Sparzauber ist, den es gibt im Spiel. In den meisten Fällen. Und Penetration ist natürlich gut, weil wir schon einmal Penetration haben. Dann könnten wir das vielleicht zum 1er-Spell zusammenklatschen. Das wäre wahrscheinlich smarter. Da haben wir jetzt die nächste Kiste, in der hoffentlich einfach mal ein richtig geiles Relikt drin ist. Komm schon. Gönn einfach, Spiel. Einfach gönn. So ein richtig sexy Relikt da drin. Und wir kriegen ein bisschen Kleingeld und Schmetterlinge. Jetzt könnte ich theoretisch eigentlich direkt nochmal in den Shop gehen, weil wir immer noch 86 Münzen haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Mikrokosmos kriege, ist relativ hoch. Sollte ich wahrscheinlich lieber nicht sagen, weil das Spiel hört zu und gönnt mir dann keinen. Aber eigentlich müssten wir langsam mal einen sehen, weil wir schon echt viel Zauberstäbe hatten. Nehme ich dich mit. Ich glaube, erstmal will ich andere Sachen haben. Meteor könnte ich schon fast mitnehmen, weil dann können wir den einfach aufwerten und können den dann später drehen auf Multishot oder so, wenn wir ihn nicht mehr brauchen. Komm schon, Mikrokosmos muss doch irgendwo sein. Ja, der Zauberstab ist okay, aber ist nicht optimal. Sieht schlecht aus. Sieht sehr schlecht aus. Wir haben richtig Pech. Zielsuchend können wir auf jeden Fall mitnehmen. Und ich nehme das Energiefeld auch noch mit. Einfach nur, weil wir es können. Und dann noch ein bisschen Rüstung. Mit 35 Rüstung sollten wir aber eigentlich ausgesorgt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich damit nicht den Endboss komplett easy schaffe, ohne dass ich überhaupt in Schwitzen gerate. Oh. Oh nein, das ist unangenehm. Das ist richtig unangenehm, dass die mir da jetzt genau ins Gesicht gesprungen sind. Nochmal Penetration, nochmal einen Schmetterling. Ja, Forge brauchen wir natürlich überhaupt nicht. Die ist für mich absolut gestorben hier in der ersten Stage. Deswegen nein, wir haben tatsächlich nur einen Reliktraum gehabt bis jetzt, aber es ist gar nicht so schlimm. Weil wir jetzt dafür gut Leben haben. Das heißt, wir können einfach dann in der nächsten Stage vielleicht ein bisschen mehr auf Relikte gehen. Denn Zauber haben wir gerade auch sehr, sehr viele. Also zaubertechnisch bin ich tatsächlich auch sehr, sehr gut versorgt. Wir kriegen noch mehr Geld und ein bisschen Rüstung. Nice. Nimmt man mit. Und dann haben wir schon 225 Leben. Jetzt brauche ich aber wirklich keine Leben mehr. Wir kriegen noch ein Relikt und dann sollte schon der Boss sein. Ja. Einfach versuchen, keinen Schaden zu nehmen. So gut es geht eben. Schlüssel umsonst und auch nice. Ich wette, wir haben jetzt schon wieder echt gut Schlüssel bekommen, dass gleich einfach das Anti-Schlüssel-Relikt kommt. Nein, da war noch ein bisschen Gift auf dem Boden.
Habe ich nicht gesehen, aber ist nicht schlimm. Wir haben 27 Rüstung und das reicht mehr als aus. Und wir kriegen Crit-Schaden erhöhen oder einen komplett... Ne, wir kriegen die Heilung damit aufgewertet. Ne, brauchen wir nicht. Wir erhöhen Crit-Schaden. Das ist für Steine tatsächlich sehr, sehr gut, weil Steine von Natur aus auf Stufe 2 80% Crit haben. Das heißt, da müssen wir uns gar keinen Stress machen. Wir kriegen natürlich wieder den Fleischblob, so wie es sein soll. Aber ich denke, hier mit unserer komplett gestörten Combo mit der Magic Bullet machen wir so viel Schaden, dass wir den easy wegpassieren. Dann dodge ich einmal. Das sollte gar kein Problem sein. Und damit war es das für dich auch schon. Du hast mich ja nicht mal getroffen, du Lappen. Und wir kriegen den guten alten Flugzauberstab. Nice. Sehr, sehr schön. Dann können wir fliegen und haben einen geilen Zauberstab mit guten Stats. Ich freue mich. Dann gucken wir jetzt mal eben rüber, was wir da noch so haben. Drill. Oh mein Gott. Wir kriegen direkt einen Drill zum Einstieg. Das ist natürlich wieder mal ein sehr, sehr geiler Start. Wir könnten auch Meteor into Meteor machen. Das ist irgendwie ziemlich sinnlos, ehrlich gesagt, aber irgendwie lustig. Ich habe halt jetzt gerade noch relativ wenig Spells, deswegen mache ich einfach so einfach irgendeinen Blödsinn. Ja, ich sollte wahrscheinlich keinen Zielsuchend reinmachen, obwohl... Na, nee, das kann schnell in die Hose gehen. Und wir machen die Meteore größer. Und geben denen dann noch irgendwie... Ach, Penetration ist komplett egal. Penetration macht gar nichts für die. Egal, wir haben einen richtig geilen Start auf jeden Fall. Direkt schon ein Drill. Wir kriegen drei Relikte, die man nur einmal bekommen kann. Das ist tatsächlich auch... Nee, gar nicht wahr. Drill kann man öfter bekommen. Aber wir kriegen zwei Relikte, die man nur einmal bekommen kann. Was auch sehr, sehr gut ist. Weil man damit natürlich den Pool an möglichen Relikten, die uns vorgeschlagen werden können, definitiv etwas reduziert. Was dann für die späteren Räume sehr gut ist. Und natürlich ist der Blutschlüssel auch sehr, sehr geil. Heißt, wenn ich mal Blödsinn mache, kriegen wir auf jeden Fall immer noch den Nebenraum. Und nie wieder Schlüssel. Oh nein, nein, ich bin stuck. Ist natürlich auch perfekt. Ich bin ein bisschen langsam. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Tempo. Zauber brauchen wir ganz ehrlich aktuell eigentlich nicht. Wir haben viel zu viele Zauber eigentlich schon. Das heißt, wir gehen hier durch die Lebens... und holen uns erstmal ein paar Leben. Also dieser doppelte Meteor ist eigentlich ziemlich sinnlos, aber hey, weil der erste Meteor die Gegner halt schon wegkickt und der zweite Meteor dann gar keinen Schaden mehr machen kann. Wenn die größere Explosionsradius hätten, dann wäre es wahrscheinlich besser. Aber mit diesem Standard-Explosionsradius ist es jetzt nicht so pralle. Oh, komm, geh bitte weg. Geh bitte weg. Ah, die Geister sind ein Problem. Geister sehe ich gar nicht gerne mit Meteor, weil die echt viel aushalten. Und ich... Oh mein Gott, könnt ihr mal bitte draufgehen? Wie viel die einfach aushalten, die Viecher. Ja, die Meteore will ich definitiv nicht mehr länger benutzen, weil die Dinger natürlich für uns relativ gefährlich sind. Also ich würde die schon gerne gleich langsam aussortieren. Wir haben 77 Gold. Das heißt, wir könnten hier in diesem Shop auf jeden Fall was kaufen. Die Frage ist, was will ich da haben? Multishot fehlt uns ganz klar. Also Multishot ist absolut Absturz, dass wir den nicht haben. Ah, aber ein Relikt wäre auch gut. Ich würde aber, glaube ich, probieren, einen Multishot zu kriegen oder vielleicht noch ein Meteor. Dann wiederum brauchen wir Geld für unsere Forge. Oh. Okay, Geister mit Meteor sind einfach nur die Hölle und zielsuchende Meteore machen es nicht besser, ehrlich gesagt. Okay, zielsuchende Meteore sind keine gute Idee, glaube ich. Die gehen halt überall hin, nur nicht dahin, wo sie hingehen sollen. Also ich glaube, zielsuchende Meteore können wir uns stecken. Wir könnten unsere Meteore aber vereisen. Dann könnten wir die Gegner nämlich festhalten. Das wäre gar nicht so schlecht. Und da wir fliegen... Ah, das Eis auf dem Boden hat eh keinen Effekt auf uns. Das ist ja einfach nur Wasser. Das ist gar nicht so schlecht gegen normale Gegner. Und jetzt könnten wir auf Gold ist Schaden gehen. Durchaus hat das Potenzial. Oder auf mehr Reliktoptionen, was auch in längeren Runs natürlich Potenzial. Und da wir noch relativ früh im Run sind. Ah, der Fluch, da bin ich kein großer Fan von. Gehe ich nochmal auf Zauber oder gehe ich auf Geld? Ich gehe ein bisschen auf Geld. Ich bin zaubertechnisch echt zufrieden bei uns gerade. Wir brauchen jetzt wirklich nur noch die Forge. Und dann können wir schon mal ein bisschen was passieren lassen hier. Das ist so stumpf. Nein, 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 geh weg. Ich bin so langsam. Ich muss halt immer von meinen eigenen Meteoren wegrennen. Mehr als vor den Gegnern. Sehr schön.
Ja, Geld haben wir jetzt eigentlich genug aktuell. Also könnte ich hier auch nochmal Leben mitnehmen. Dann haben wir auf jeden Fall mehr als genug Leben gleich für den Geheimraum. Oder für den Spezialraum. Aber jetzt hoffe ich, dass danach wirklich mal die Forge kommt, dass ich versuchen kann, Steine zu kriegen. Die Augen natürlich auch immer dezent nervig, wenn man Meteore hat, die sich immer splitten und dann trifft man sie nicht mehr. So, bitte Augen. Bitte seid jetzt erledigt. Dankeschön. Wir kriegen unseren Geheimraum. Wir kriegen wieder Zauber. Mann, wo sind meine Forges? Du kommst weg. Ne, Moment. Das mache ich hier so. Dann auf Rot. Nein, dann auf Rot, dann auf Grün, dann gehen wir auf Blau durch und dann haben wir es geschafft, wenn wir danach nochmal auf Grün gehen und dann auf Rot. Und dann nochmal auf Grün. Nee, Moment. Moment. So, auf Grün. Und dann hier oben nochmal auf Grün. Nee. Okay, das Rätsel macht mich gerade fertig. Moment, was... Verstehe ich gerade nicht, aber... Ah, hier oben rum. Oh mein Gott, ich bin so blind. Strong Traction können wir theoretisch auf einen Multishot drehen. Den brauche ich nämlich gerade dringender, als ich Strong Traction brauche, leider. Weil Multishot 1 würde uns natürlich schon mal sehr krass helfen. Also ich werde wahrscheinlich das auf Multishot drehen. Aber, boah, die Geister sind so nervig. Wir könnten theoretisch taktischen Schaden nehmen und uns ein bisschen Rüstung holen. Mit unserem Rüstungstrank. Boah, es ist echt krass, wie viel weniger Schaden man macht, wenn man keinen Multishot hat. Das fällt mir jetzt mal wieder auf. Wenn wir hier Multishot hätten, wären die Räume viel, viel einfacher. Wir gönnen uns die beiden Sachen und wir kriegen endlich eine Forge. Wir haben 114 Münzen. Das sollte eigentlich ausreichen, um da was hinzubekommen. Wir kriegen keinen Geheimraum. Schade, aber wir können jetzt erstmal die Magic Bullets zusammenwerfen. Penetration, Magic Bullets zusammenwerfen, dann haben wir nichts mehr. Jetzt würde ich versuchen, die Power Traction auf einen Multishot zu drehen. Weil wir den dringend brauchen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, gönnt das Spiel. Das Spiel gönnt in der Tat. Damit haben wir jetzt damage-technisch natürlich ordentlich aufgerüstet. Jetzt ist die Sache, was drehen wir jetzt? Ich brauche Steine. Also werden wir die Penetration drehen. Vielleicht kriegen wir eine Magic Bullet 2, also eine Magic Bullet 1. Und dann könnten wir eine 2er machen. Das wäre krass. Und dann könnten wir jetzt diese 2er Magic Bullet drehen für einen 2er Stein. Und das ist natürlich auch richtig lecker. Oh mein Gott. Das ist nicht dein Ernst, dass wir jetzt direkt einen 2er Stein kriegen. Das ist nicht dein Ernst. Ja, GG. Das ist der Run, würde ich sagen. Komplette Zerstörung incoming. Jetzt können wir nämlich den Stein einfach hier reinwerfen. Und damit können wir jetzt erstmal komplett abreißen. Wir machen die Zielsuche und die Steine. Und dann würde ich fast sagen, ich will irgendeinen Spell haben, der nicht so gefährlich für mich ist erstmal. Oh, stimmt, die haben wir Acceleratoren drin. Das ist schlecht. Ich glaube, ich mache das erstmal so. Das ist relativ ungefährlich für uns. Und ich... Oh, warte mal. Was ist, wenn ich Schwerter mache? Damage-technisch gar nicht so schlecht. Aber natürlich Mana-Effizienz-technisch nicht so unglaublich gut. Machen, glaube ich, erstmal so. Oder nee, komm, wir machen jetzt einfach so. Und dann machen wir einfach Schmetterlinge. Die sind... Die Schmetterlinge machen dann heftigen Schaden, die kosten wenig Mana, das ist perfekt für uns. Und dann machen wir die noch ein bisschen schneller. Ja, geil, wir haben richtig Luck gerade. Ich weiß nicht, was da los ist, aber mein Glück ist gerade wieder ordentlich am Durchdrehen. Nochmal Crit, okay, Crit nehme ich mit, das kann weg. Ja, schade, nichts bekommen, aber wir haben unseren wichtigsten Zauber schon auf Stufe... Oh mein Gott! Okay, das ist schon nicht mehr legal. Das ist schon nicht mehr legal. Also... Was passiert denn gerade?
Ja, Crit wollen wir auf jeden Fall auch schon mal aufheben. Das werden wir nämlich definitiv ausbauen. Obwohl, wir brauchen eigentlich nur noch ein Crit plus und dann haben wir 100% Crit direkt. Ich glaube das alles nicht. Und die Schmetterlinge sind tatsächlich eine ziemlich geile Kombination, weil die viele Projektile spawnen und günstig sind. Also perfekt für uns. Alle Flüche loswerden. Ja, wir können jetzt hier die Räume komplett zerstören. Also das einzige Problem ist jetzt mein Mana. Das bedeutet, wir brauchen Mana-Ersparnis. Oh mein Gott. Crit-Maske tatsächlich nicht so wichtig für unseren Hauptzauber. Man könnte aber auch sagen, wenn wir jetzt die Crit-Maske mitnehmen, brauchen wir nie wieder Crit im Zauberstab, weil wir dann 95% Crit haben. Dann schmeißen wir uns die Power-Traction rein. Und dann haben wir erfolgreich 100% Crit. Auf unserem Main Spell. Und das ist, glaube ich, wichtig. Dann können wir nämlich den Slot einfach aufheben. Und müssen uns da gar keinen Stress machen. Und was mir absolut einfällt, wir wollten jetzt, ich sollte taktischen Schaden nehmen. Wir machen uns jetzt mal ein paar Leben als Schaden. So, weil wir sowieso Vampirismus haben. Und dann holen wir uns 50 Rüstung. Und heilen jetzt die verlorenen Leben mit Vampirismus einfach wieder voll. Und dann haben wir im Grunde Leben gewonnen, weil wir 50 Rüstung ohne Nachteil gekriegt haben. Ich denke, dass... Oh mein Gott, wir können es nochmal machen. Ja, let's go. 100 Rüstung. Ja, mit jetzt 45 Münzen sehe ich den Shop leider nicht so. Das heißt, wir gehen definitiv hier lang. Und mit der Power Traction machen wir jetzt natürlich auch kranken Schaden. Und das ist für den Trollface-Boss später auch wichtig. Wir müssen natürlich gucken, dass wir uns dahingehend perfekt aufstellen. Mehr Crit-Schaden muss ich mitnehmen mit einer Waffe, die immer crittet oder mit einem Zauber, der immer crittet. Moment, ich wollte fast schon ins Feuer reinfliegen. Ich bin gegen alles immun, nur nicht gegen das Feuer. Da sollte ich vielleicht nicht reinfliegen. Crit Plus, ja, schade. Sehr, sehr schade. Crit Plus natürlich jetzt in dem Szenario leider nicht mehr so interessant. Wir könnten natürlich noch hinten mehr Crit einbauen. Deswegen behalte ich mir das mal. Das geht schon, dass man das einbaut irgendwie. Oh mein Gott, unser Crit-Schaden ist so krank. Und das ist ja unser Hauptschaden, weil wir eh nur critten. Strong Traction wollen wir aufwerten. Das ist sehr, sehr gut. Das können wir auch mitnehmen. Ich habe einen Meteor. Das heißt, wir können hier auch diese Kisten kaputt machen. Und hier unten ist auch noch eine Kiste. Wir kriegen einen Verdopplungstrank. Der kann natürlich auch noch ziemlich hilfreich sein. Ich habe mit den 162 Leben eigentlich für meinen Geschmack genug Leben fürs Erste. Weil wir auch 100 Rüstung haben. Das heißt, selbst wenn wir jetzt in dem Geheimshop unsere ganzen Leben rausballern, haben wir so viel Rüstung, dass wir uns da eigentlich keinen Stress machen müssen. Nein, oh mein Gott. Jo, die Schlangen werden komplett zerstört. Nein, hör doch auf. Nein, er baut sich immer ein, wenn ich ihn abschieße. Oh mein Gott, jetzt ist weg mit dir. So, was kriegen wir? Das ist alles leider Müll. Das könnte man mitnehmen. Ja, das könnte man mitnehmen. Ich nehme das Ohr mit, weil das Ohr kann dann nicht mehr spawnen. Und das ist alles, was ich haben will. Jetzt ist die Sache, wollen wir nochmal in die Forge? Ich glaube nicht. Wir gehen nochmal Zauber holen und gehen dann in Stage 3 wieder in die Forge. Oh mein Gott. Mein Schaden ist so unglaublich lächerlich. Und natürlich, je höher unser Base-Damage wird auf den Stein, desto krasser werden auch aktuell die Schmetterlinge. Ich denke mal, dass wir die Schmetterlinge später durch irgendwas anderes ersetzen werden. Aber aktuell sind es natürlich die Schmetterlinge. Wir kriegen eine zufällige Kiste. Und kriegen mehr Reliktoptionen. Also, ich weiß nicht, was hier los ist. Ich krieg alles perfekt, was ich brauche. Wir kriegen, oh mein Gott, mehr Schaden für Flüche. Wenn wir Schaden nehmen, besteht eine 10% Chance, dass wir Leben verlieren. Ist mir egal. Also Max-HP verlieren. Das ist leider ein sehr ekelhafter Fluch. Aber Leute, jetzt werden wir auch noch zu einem ultimativen Fluch-Run. Wir werden alles mitnehmen, was wir irgendwie verkraften können. Movement Speed reduzieren ist nervig, weil ich generell schon nicht so schnell bin. Aber Leute, wir brauchen den Schaden. 10% nimmt man mit. Vor allen Dingen, weil wir ja schon mehr Crit-Schaden machen. Ich gehe jetzt nochmal hier rein. Jetzt machen wir schon 513 Schaden. Und jede 10%, die wir dazu bekommen, sind natürlich Gold wert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, der ist einfach implodiert, der Typ. Alles implodiert einfach. Ich brauche nur noch mehr Mana, dass ich spammen kann. Oh mein Gott, hier einen Mana-Drain rein und werten den ultimativen Build auf jeden Fall. Schlüssel brauche ich leider nicht.
Brauche ich hier? Steine brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich könnte Steine mitnehmen. Und wir könnten sagen, wir lassen Steine spawnen. Also, dass ich praktisch Steine schieße und wenn die Steine was treffen, kommen da mehr Steine raus. Ja, eine Fluchstatue ist natürlich nice, aber werden wir definitiv nicht nutzen. Weil Flüche loswerden ist was für Weicheier. Wir wollen den Schaden haben. Ach ja, warte mal, ich bin immun gegen das Ding, was hier rumfährt. Ich vergesse das immer. Und ich werde jetzt, glaube ich, das verdoppeln, wenn wir ein paar Diamanten... 3 Diamanten ist perfekt. Das werden wir verdoppeln. Damit bin ich sehr zufrieden. Dann haben wir wieder eine Menge Geld und gehen rein in den Boss. Ich spoilere euch mal ganz kurz. Ich glaube, dieser Boss wird eine sehr schnelle Angelegenheit. Also wir werden den wahrscheinlich sehen und dann löschen. Ja, tun wir. Ich habe nur leider nicht genug Feuerrate, sonst wäre er, glaube ich, direkt weg gewesen und leider auch nicht genug Mana. Also wir brauchen jetzt wirklich einen Zauberstab, der uns ein bisschen Mana-Kosten spart. Und das war's. Steine sind so broken. Steine sind so und oh mein Gott. Das ist kein Zauberstab, der uns Mana spart, aber das ist natürlich ein Zauberstab, der uns unglaublich viel Mana zur Verfügung stellt. Und da schmeißen wir doch direkt mal die Expansion Stones rein. Das heißt, wir können da jetzt alles reinknallen, was wir irgendwie finden. Mana Box, Mana Flower, das komplette Paket. Und wir kriegen noch einen Drill. Willst du mich gerade arschen? Drill Nummer 2. Was soll ich denn damit anfangen? Ich habe gar nichts mehr, was ich hier reinknallen will aktuell. Wir müssen unbedingt in die nächste Forge. Oh mein Gott, was ist das für ein Run? Wir haben jetzt natürlich keinen Zauberstab gekriegt, der mir erstmal jetzt den besseren Zauberstab gibt. Aber durch das Mana, das wir sparen, oder durch das Mana, was wir mehr haben, können wir natürlich eine Menge anstellen. Jetzt ist die Frage, gehe ich auf Geld oder gehe ich in den Shop? Ich möchte mein Geld, glaube ich, für die Forge ready haben, weil die Forge wird das sein, wo wir mit diesem Bild hier komplett eskalieren können. Ach ja, stimmt, ich habe ja unbegrenztes Mana. Also nicht unbegrenztes Mana, aber ich habe ja viel mehr Mana als mein Hauptzauberstab. Das heißt, wir können hier einfach rumspammen. Habe ich gerade eventuell schon vergessen. Dass ich hier einfach meinen Mana rausspammen kann und die Gegner nichts dagegen tun können. Wir haben jetzt natürlich nicht mehr so viele Max-HP aktuell. Das heißt, da muss ich mich drum kümmern, bevor ich das wieder vergesse und mir dann nichts mehr leisten kann im nächsten Spezialshop. Ja, die Steine fahren einfach über alles drüber. Ich wünschte, wir hätten schon ein Geldrelikt. Aber obwohl wir kein Geldrelikt haben, läuft das mit dem Geld gerade extrem gut irgendwie. Was haben wir hier? Movement Speed wäre tatsächlich nicht so verkehrt. Durch den Fluch, der uns weniger Movement Speed gibt, sind wir schon sehr langsam. Movement Speed cancelt das dann so ein bisschen aus und dann sollte das auch alles wieder funktionieren. Nochmal Leben. Ich glaube sogar nochmal Leben, dass wir einfach jetzt unsere Leben schnell fertig machen. Oh, Merlins Bart ist uns komplett egal, weil wir es nicht brauchen, aber ist jetzt ein Rare-Item, das natürlich nicht mehr kommen kann. Und da freue ich mich immer drüber, wenn Rare-Items einfach gelöscht werden umsonst, weil wir nicht mal einen Schlüssel dafür aufwenden mussten. Die werden einfach weggerollt, die Steinlawine rollt einfach alles weg. Zack, wir haben unsere Forge. Da muss ich jetzt eigentlich rein. Ich habe es schon angekündigt, dass wir reingehen, ich muss es einfach tun. Und was wollen wir jetzt hier haben? Wir wollen auf jeden Fall erstmal unseren Sternenspell drehen. Kann ich was zusammenwerfen? Wir haben übel viele Zweierpakete. Aber wirklich übel viele. Ich drehe jetzt erstmal das. Ja, das ist okay. Es ist nicht spannend. Spell Damage hoch wäre tatsächlich sehr, sehr gut, weil das mit dem Crit-Schaden gut skaliert. Dann gehen wir von 513 auf 726 mit einem Hit. Ich würde sagen, das ist ein guter Anstieg. Jetzt kann ich Crit auch komplett löschen. Also Crit können wir auch wegdrehen. Energy Saver hat Potenzial, aber ich glaube, den lasse ich erstmal. Ich hätte gerne Duett. Nochmal Spell Damage wäre auch nicht schlecht. Ja, und jetzt haben wir das Problem, wir haben halt übel viele Zweierpakete. Kann ich überhaupt irgendwas drehen? Ja, komm, dich brauche ich nicht unbedingt gerade. Gucken wir mal, dass wir vielleicht irgendwas hier kriegen. Jawohl, Meteore, sehr schön. Warte mal, was passiert, wenn ich jetzt Meteore da reinpacke? Ja, ist nicht so gut wie Steine, weil die nicht so viel kritten und vor allen Dingen nicht so genau sind.
Da haben wir noch einen Multishot. Moment, und wir könnten jetzt auch den hier machen erstmal. Ja, ich glaube, das ist nicht besser. Ich brauche halt irgendwas, was meine Feuerrate erhöht. Das ist gerade so ein bisschen mein Problem, dass ich kein Spell habe. Nein, nicht noch ein Zweierpaket, aber die Steine brauchen wir nicht. Die drehe ich jetzt weg. Jawohl! Oh, Moment, jetzt habe ich beide Steine weggedreht. Ich Genie. Den Stein brauchte ich ja noch. Ich Genie, drehe erstmal die Steine weg. Da müssen wir dann natürlich erstmal auf Schmetterlinge gehen. Ups. Das heißt, ich muss jetzt erstmal noch Steine kriegen. Also einen Stein würde ich nehmen. Laser. Ja, Laser bringt nicht so viel, oder? Nee. Laser erhöht natürlich das, oder reduziert das Cast-Intervall. Wir nehmen nochmal Schmetterlinge. Das war jetzt natürlich ein bisschen dämlich. Jetzt kann ich dafür doppelten Spell-Damage reinpacken. Ist mir auch recht. Okay, das war wieder eine gute Forge. Das war jetzt nicht optimal. Alter, das ist schon fast bei 1000 Damage. Und wir fangen gerade erst an. Also, wir sind noch nicht mal an dem krassen Punkt, dass ich sage, okay, jetzt zerstören wir alles. Wir können noch richtig viele Flüche mitnehmen, wenn wir Glück haben. Wir können noch andere Relikte mitnehmen, die uns mehr Schaden geben. Also, wir haben noch richtig Luft nach oben hier. Apropos Flüche. Wenn wir Schaden nehmen, werden wir teleportiert. Nehme ich mit. Ist gegen die Trollface-Bosse ein Problem, aber hey, mehr Schaden. Damage, nee, Crit-Rate von allen, nee, das können wir nicht mitnehmen. Mana-Kosten können wir nicht mitnehmen. Gegner regenerieren Leben, ist egal. Alles verschlossen, braucht doppelte Schlüssel, ist uns komplett egal. Crit-Rate von allem geht runter, ja. Das mit der Crit-Rate kann ich einfach nicht machen, weil wir brauchen Crit und dann muss ich wieder Crit in unseren Zauberstab packen. Das könnte man noch mitnehmen, aber das ist mir zu blöd. Wir haben jetzt aber wieder 30% mehr Schaden bekommen, was bei unseren Stats verdammt viel ist. 1065 Schaden macht ein Stein gerade. Und die Schmetterlinge sind natürlich auch sehr, sehr gut, weil die davon viel Schaden abbekommen, auch durch Duett. Und wir können jetzt hier bei der Statue natürlich nichts machen, weil ich den Zauber oder unseren Fluch-Buff auf keinen Fall verlieren möchte. Wir rasieren jetzt hier einfach nur durch. Die Gegner können gar nichts mehr machen. Jo, die Gegner können einfach nichts mehr tun. Wir kriegen noch mehr Crit-Schaden. Ich glaube das alles nicht. Wir kriegen einfach noch mehr Crit-Schaden. Wir werden den Miniboss so zerstören, obwohl ich nicht mal einen guten Zauberstab habe. Yep. Der wird komplett zerstört. Ich habe nicht mal einen guten Zauberstab jetzt für die Stage hier gerade. Nochmal Meteor. Interessant. Den könnten wir nochmal auf Multishot Plus drehen. Energy Saver könnte auch noch interessant werden. Hebe ich mir mal auf. Wer weiß. Aber den, wenn wir da jetzt einen Multishot Plus mitdrehen, dann falle ich vom Stuhl. Also dann ist vorbei. Ich gehe nochmal auf Relikte. Wir haben gerade so ein Glück mit den Relikten. 1200 Damage haben wir jetzt schon mit einem Stein. Das ist ein einziger Stein. Und ich kann ja mal spammen. Das Problem ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich die Steine als Enabler haben möchte, aber ich glaube schon. Oder ob wir sagen, wir packen die Steine irgendwie... Wenn mal was mich interessieren würde, ist, was passiert, wenn ich so mache? Oh, nichts Gutes passiert, weil die ich zielsuchend drin habe, habe ich vergessen. Ich muss mal kurz Laser... Warte, was passiert, wenn ich Laser nehme mit den Steinen? Dann kann ich die Steine einfach überall hinballern. Aber ich glaube, so rum ist aktuell besser. Und wir könnten nochmal Endless Elixir mitnehmen tatsächlich, weil ich einige Zauber... Tränke dabei habe. Jetzt ist die Frage, Leben oder Relikte? Ich bin ein bisschen gierig, glaube ich, wenn ich hier auf Leben gehe. Wir ballern uns erstmal den Zaubertrank weg, weil der eh nichts macht. Den Flugzaubertrank können wir auch wegballern erstmal. Haben leider keine anderen Zaubertränke bekommen. Ich gehe nochmal auf den Relikt. Ich habe das Gefühl, das ist gierig, aber das könnte krass belohnen. Wenn wir noch die Babymaske bekommen oder so, ey, dann haben wir so einen kranken Damage. Oder Beastie Fangs wäre auch noch eine geile Option. Wir können ein Relikt upgraden. Oder wir können uns ein paar Leben holen und weniger Rückstoß, was für die Steine tatsächlich ziemlich gut wäre. Was für ein Relikt könnten wir damit treffen? Movement Speed ist mir egal. Crit wäre krass. Drill wäre krass. Das geht nicht mehr. Crit-Maske wäre egal. Fluch wäre krass. Oh, ich riskier's. Ich riskier's. Oh mein Gott, wir treffen die... Oh mein Gott, wir treffen die Fluchmaske. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Es ist der absolute God-Run.
Und wir kriegen Mana Drain. Willst du mich gerade komplett verarschen? Ja, Mana Drain. Damit haben wir keine Mana-Sorgen mehr fürs Erste. Das werden wir so lassen. Damit können wir jetzt einfach richtig krass Mana Drain spawnen. Gegen normale Gegner wahrscheinlich nicht so heftig. Gegen Bosse wird das richtig geil sein. Kriegen wir Leben dazu? Oh mein, wir kriegen auch noch Leben dazu. Ey, das ist der Run. Und das Geilste ist, Mana Drain hat auch übel viel Base-Crit. Das heißt, dass unsere Crit-Effekte nochmal krasser sind. Warte mal, macht Mana Drain gerade 500 Damage? Ein Mana Drain macht 500 Damage. What? Ah, den Zaubertrank brauche ich nicht, weil der halt uns die Flüche wegmacht. Und Flüche wollen wir niemals wegmachen. Overscatter ist sehr, sehr gut. Und jetzt ist die Frage, gehe ich hier noch rein? Also, oder nehme ich die Tränke mit, meine ich jetzt. Also gehe ich jetzt durch das... die Tränke bringen mir, glaube ich, nie irgendwas. Ich werde die niemals trinken. Ich lasse die jetzt einfach liegen. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Aber ich werde sie halt niemals trinken können. Ausweichchance. Nice. Also, ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Aber das Spiel will mich einfach komplett verwöhnen heute. Ich glaube, das liegt daran, weil ich jetzt ein bisschen länger kein Magic Craft mehr gezockt habe. Und das Spiel einfach sagt, komm wieder zurück. Ich gebe dir einfach die geilsten Upgrades ever, damit du den Überrun des Todes hast und dann einfach nicht mehr aufhören kannst zu zocken. Und ich glaube, der Plan geht auf. Jetzt ist die Frage, nochmal Leben oder Shop? Shop ist verlockend, aber wir haben eigentlich genug Zauber. Deswegen Geld aufheben und Leben mitnehmen ist besser für uns. Dann haben wir gleich ein paar mehr Leben für den Spezialshop. Und ich glaube, das lohnt sich für uns am Ende des Tages ein bisschen mehr. Und ihr müsst bedenken, ich laufe jetzt die ganze Zeit mit einem okayen Stab in der zweiten Welt rum. Oder vielleicht sogar einem der besten, könnte man sagen, was Slots angeht. Aber es gibt so viel bessere Zauberstäbe, die wir kriegen können. Und dann ist halt vorbei. Dann ist einfach vorbei. Wir könnten so einen kranken Stuff hier mit auf die Beine stellen, wenn ich ein bisschen Glück habe. Nochmal einen shoppen. Ich hätte gerne nochmal eine Forge irgendwie. Tatsächlich. Könnte es auch andersrum machen, aber das wäre damage-technisch natürlich ziemlich dämlich, weil die Steine geben übel viel Schaden an den Mana-Absorb und das lohnt sich viel mehr. Ich gehe nochmal für Zauber. Es ist blöd, ich brauche eine Forge, aber was will man machen? Dann haben wir gleich schön viele Zauber für später. Einziges Problem ist, wir können nicht durch Wände schießen, was natürlich ein bisschen blöd manchmal ist. Orbit wäre gar nicht so schlecht, dann hätten wir höhere Feuerrate. Also, nicht höhere Feuerrate, aber unsere Steine würden schneller fliegen und unsere Mana Drains und die sollen eigentlich so schnell wie möglich fliegen für normale Räume. Aber brauchen tun wir es nicht unbedingt. Nochmal einen Meteor, dann können wir gleich schon Meteor 2 machen. Nee, gar nicht wahr, ich habe ja einen Meteor weggedreht. Ich nehme jetzt nochmal das mit. Wir kriegen das Relikte. Oh, bitte gib mir noch eine Forge, bevor der Boss kommt. Nein! Okay, dann in der nächsten Stage. Wir brauchen jetzt von diesem Boss nochmal den Zauberstab, der 80% Mana nur kostet. Oh mein Gott, 20% Schaden. Let's go! Der nur 80% Mana kostet und die meisten Slots im Game hat. Den brauchen wir jetzt. Gib mir diesen geilen Zauberstab, bitte. Du wirst sowieso komplett gelöscht werden. Also versuch's gar nicht erst. Wir haben halt überhaupt keine Feuerrate. Stellt euch das mal mit Feuerrate vor. Und ohne Unverwundbarkeitsphasen. Halt einfach mit diesem Zauberstab. Keine gute Feuerrate. Das ist schon echt nicht so geil. Aber das war's. Easy. Wir kriegen ihn nicht, aber wir kriegen einen Zauberstab, der okay ist immerhin. Der auf jeden Fall besser ist als der Zauberstab, den wir aktuell benutzen, obwohl die Feuerrate ist schlechter. Mann! Der Zauberstab wäre geil, wenn die Dinger nicht gelockt wären und wenn das nicht nur, wenn wir was töten, es triggert. Fliegen brauchen wir eigentlich nicht, aber nehme ich jetzt einfach mit. Weil wir jetzt unseren Zauberstab wegwerfen, mit dem wir fliegen. Ja, ich werde jetzt den Zauberstab mitnehmen, weil der mehr Slots hat. Der schießt leider noch langsamer und ich habe... Doch, ich habe Overscatter. Moment, ich habe Overscatter. Alles ist gut. Wir können da Overscatter reinknallen. Dann schießen wir immerhin bei 0,53. Aber Feuerrate ist so eine Sache. Was wir jetzt aber machen können, ist die komplette Zerstörung. Und zwar so...
Ja, und dann Adava kann ich nicht viel mit anfangen. Wir könnten eigentlich gleich mal alles im Rucksack drehen und gucken, was wir bekommen. So ein Pyrocore wäre auch nochmal eine richtig nice Sache. Dann machen wir einfach so. Ich glaube, das ist das Beste, was wir aktuell machen können. Wir brauchen jetzt einen Shop. Da kaufen wir uns dann hoffentlich den überkrassen Zauberstab. Und dann sind wir auf einem guten Weg zu einem Sieg. Zu einem Trollface-Zerstörungssieg natürlich nur. Mein Gott, wie fett die Dinger jetzt schon geworden sind. Da haben wir eine Forge. Will ich jetzt in diese Forge? Ich glaube schon. Ich darf nicht allzu viel Geld... Oh mein Gott, wir kriegen einen Nebenraum. Ich darf nicht allzu viel Geld darin ausgeben, weil wir sonst nicht genug mehr für den nächsten Shop haben. Wir brauchen 67 Münzen. Ich schmeiße erstmal ein paar Sachen zusammen. Schmetterlinge. Und das war's. Ja, ein paar Sachen zusammengeworfen. Wir drehen jetzt auf einen Multishot Plus. Nee, Moment, wir drehen erstmal alles, was wir im Rucksack haben, von Natur aus, von selbst. Ich drehe jetzt wirklich alles. Ist mir komplett egal, wir gehen auf Risiko. Die will ich noch behalten, den Multishot will ich behalten. Der Rest wird alles gnadenlos weggedreht und wir gucken, was passiert. Das sehe ich sehr, sehr gerne. Das ist schon mal ein Upgrade, das natürlich unseren Damage in astronomische Höhen ballern wird. Dann machen wir nämlich jetzt schon mit einem Hit 1800 oder so. Also jetzt fehlt uns halt nur noch die Feuerrate leider. Dann haben wir hier noch ein Duett bekommen. Mana für unsere Mana-Box unten, auch wenn wir die eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr brauchen. Aber was passiert, wenn ich den hier mache? Boah, das ist auch heftiger Schaden, aber das sieht richtig geil aus. Also das sieht richtig fett aus, weil Rainbow könnte, glaube ich, auch eskalieren des Todes. Da müssen wir nur irgendwie das mit dem Mana klären. Obwohl, die Sachen brauche ich nicht. Die Sachen hebe ich mir auf, die hier unten sind. Wir drehen jetzt ein bisschen. Nee, können wir was zusammenwerfen? Ich glaube nicht. Wir können Rare Spells zusammenwerfen? Nee, wir haben gar nichts. Okay, wir schmeißen Müll zusammen, den wir so rumfliegen haben. Kriegen noch mehr Müll. Also nichts, was mich jetzt interessiert aktuell. Es ist kein Müll, aber brauchen wir, glaube ich, nicht. Dann haben wir ein paar Sachen zu drehen. Also wir probieren jetzt einen Multishot Lutherino zu drehen. Wenn wir den kriegen, ist vorbei. Ich muss ein bisschen auf mein Geld achten. Ah, das Ding ist auch geil, aber Multishot hebt unseren Run nochmal auf ein anderes Level. Also gebe ich mein Bestes. Oh, Core Thunder ist auch nochmal extrem gut. Das muss ich eigentlich mitnehmen. Ja, das muss ich mitnehmen. Das können wir gleich in den anderen Zauberstab verbauen, weil das ist so viel Schaden. Ja, das macht so viel mehr Schaden aus. Das ist wichtig, dass wir das mitnehmen. Mist, jetzt habe ich keine Rare Spells mehr, die ich drehen kann. Also mit Sternen. Oh mein Gott, ich habe aus Versehen... Ich habe mich verdrückt. Ich bin abgerutscht. Nein, ich habe einen Multishot Plus weggedreht. Ich Vollidiot, ich bin abgerutscht. Oh nein. Okay, ja gut, das ist jetzt ein Problem. Ich habe ein kleines Upsi gemacht. Ich hoffe, wir kriegen schnell den Multishot wieder. Ansonsten habe ich jetzt echt gerade Blödsinn gemacht. Ich krieg keinen Multishot, ernsthaft? Oh nein, ich bin halt wirklich abgerutscht. Ich wollte E drücken und bin aus Versehen auf die falsche Taste gekommen und habe meinen Multishot gedreht. Oh mein Gott. Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle, dieser Run, habe ich das Gefühl. Warte mal, könnten wir nicht auch noch so machen? Yo, das sieht geil aus, aber ist, glaube ich, damage-technisch nicht so effizient. Ja, ich baller mir... einfach nochmal das rein. Yes. Und dann gehen wir jetzt weiter zu Relikten und versuchen dann in den Shop zu kommen. Also ich brauche jetzt wirklich einen Shop. Boah, das tut weh. Das tut richtig weh. Also das war jetzt wirklich ein absoluter Missklick. So ein Mist. So ein Mist. Da habe ich jetzt komplett reingeschissen. Das kann man nicht anders sagen. Wir holen uns weniger Schaden. Da habe ich jetzt wirklich einfach... komplett versagt. Aber davon lasse ich mich nicht unterkriegen. Unser Run sieht bis jetzt so unglaublich gut aus. Brauche ich Zauber? Nee, wir holen uns ein paar Leben. Ein Lebensraum reicht für den Run, denke ich, noch aus. Danach brauchen wir eigentlich keinen Lebensraum mehr. Oh, let's go. Stellt euch mal vor, ich hätte den richtigen Zauberstab schon.
Wir würden so zerstören. Wir können Gold verdoppeln. Das ist wichtig. Das werde ich nämlich jetzt auch direkt machen, weil wir so viel Gold wie möglich brauchen. Die Frage ist aber eher, wo bleibt mein Shop? Das ist gerade die wichtigste Frage. Wo bleibt der Shop zum Teufel? Na, das lohnt sich nicht zu verdoppeln. Das ist halt nur normale Münzen. Das sehe ich nicht. Wir gehen weiter. Und mir fällt auf, ich hatte eben einen Flugtrank. Hätte ich den mal nicht getrunken? Weil den könnten wir jetzt sogar noch gebrauchen hier. In dem Raum. Oh mein Gott, drei Kisten, die ich jetzt nicht kriegen kann. Das ist gut. Overskater Plus können wir uns dann machen. Sehr, sehr wichtig. Bitte jetzt mal einen Shop. Das ist nicht dein Ernst. Wieso kommt kein Shop? Es muss noch ein Shop eigentlich kommen. Wir waren noch nicht beim Miniboss. Habe ich überhaupt schon einen Shop in den Vorschlägen? Ich bin mir gar nicht sicher. Wie bitte? Was? Okay. Okay, das ist jetzt natürlich absolut lächerlich. Wir nehmen nochmal Beastie Fangs mit und wir nehmen natürlich die Babyglasse mit und wir kriegen einen Shop. Oh mein Gott. Also das könnte der krasseste Run werden, den ich seit langem wieder hatte. Summon Limit wird halbiert, 10% mehr Schaden und ein gutes Item. Eine Münze, wenn wir Schaden nehmen, verlieren, ist mir komplett egal. Oh mein Gott, wir haben wieder 20... Nee, wir haben 30% mehr Schaden bekommen. Wir gehen in den Shop. Jetzt brauche ich jetzt unbedingt diesen Zauberstab. 3000 Damage machen wir jetzt mit einem Stein. Ich brauche jetzt Feuerrate. Was haben wir hier? Wir können ein Relikt drehen. Da könnten wir den Blutschlüssel drehen. Das wäre durchaus keine schlechte Verwendung von dem Ding. Wir kriegen sogar noch einen Trank, der uns ein bisschen Mana Regen gibt. Brauchen wir es nicht, aber kann ja nicht schaden. Also ein Relikt drehen heben wir uns auf, definitiv. Dann werden wir jetzt versuchen, den Zauberstab zu kriegen. Oh mein Gott, es ist ein Wunder. Ich kriege den Zauberstab. Oh mein Gott, let's go. Damit haben wir natürlich nochmal ein Slot mehr. Und wir haben einen Zauberstab, der viel, viel schneller schießt. 0,08. Wenn wir das gleich aufwerten, das Overscatter, dann sind wir bei einer Feuerrate von 0. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir richtig schön reinscheppern können. Dann den Multishot hier rein. Und ich glaube, jetzt sollte das schon ganz gut abgehen. Was? Was? Das habe ich noch nie gesehen. Was passiert? Holy shit! Leute, mir fehlt gerade ein bisschen die Worte. Ich habe doch nie so einen kranken Steinebild gehabt. Ich fall hier echt gleich vom Stuhl. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Aber das Spiel wirft mich hier gerade mit einem absolut insanen Run zu. Wir könnten unseren Stuff upgraden hier noch ein bisschen. Dann kann ich jetzt eh nichts mehr mitnehmen. Mana Box brauchen wir eigentlich nicht an dem Punkt. Oh, das wäre gut. Dann könnten wir Duett Plus nochmal machen. Das ist tatsächlich perfekt. Okay, ich bin sehr gespannt. Wenn wir jetzt noch ein Duett 2 hinkriegen, ist das vorbei. Dann werden wir alles löschen. Zündung! Oh mein Gott. Ich werde einfach ans andere Ende der Map geballert. Das könnte später noch ein Problem werden, aber im Bosskampf ist das okay. Oh, das ist jetzt schlecht. Zweimal Tracking brauchen wir nicht. Also Mimikyu Plus könnte man vielleicht noch verwenden, dass wir den... Ah, könnte man eigentlich machen. Dann nehmen wir ein bisschen von dieser Feuerkraft raus, aber... Wir könnten uns damit natürlich den Magma Cube hier, Pyrocore, Core Flame, was auch immer, könnten wir uns upgraden oder nochmal holen. Wir gehen jetzt weiter. Dann haben wir jetzt nicht so eine krasse Nuller-Feuerrate. Das ist, glaube ich, für die normalen Räume tatsächlich auch besser. Weil für die normalen Räume ist das halt einfach, ich werde irgendwo in die Ecke gedrückt und bin weg. Aber sowas Krankes habe ich ja noch nie gesehen. Und ich habe dieses Spiel, keine Ahnung, wie viele 100 Stunden jetzt schon gespielt. Oh mein Gott, noch mehr Crit-Schaden. Es ist so over. Es ist so unglaublich over. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen Geld.
Und dann noch eine Forge und ich sage euch, das hier wird ein absoluter Monster-Zerstörungsrun. Es ist ja jetzt schon ein absoluter Monster-Zerstörungsrun. Ich glaube das alles nicht. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich würde aber sagen, das hier ist auf jeden Fall wieder ein Run. Da könnt ihr gerne wieder reinschreiben, dass ich Oberlackati bin. Können sich wieder einige beschweren, dass ich so viel Glück habe, weil dieser Run ist einfach nicht fair. Und ich habe vergessen zu verdoppeln, weil ich einfach so gehypt bin. Ich habe komplett vergessen zu verdoppeln. So ein Mist. Oh, stellt euch mal vor, ich kriege jetzt noch den Zauberstab, der uns 200% mehr Schaden gibt. Oh mein Gott, wäre das krank. Und wir absorbieren ja auch noch Projektile. Das ist ja nicht nur so, dass wir noch kranken Schaden machen und sonst nichts. Wir machen ja auch noch die ganzen Projektile weg. Och nö, tschüss, geh weg. Der Run läuft so gut, da skippe ich dich doch direkt mal wieder. Einfach aus Prinzip. Ja, ich muss einfach nur gedrückt halten und die Gegner explodieren. Mehr Gold, ja, der Rest ist mir egal. Also können wir ja ruhig mehr Gold mitnehmen. Welchem Raum sind wir? 413. Wir haben also noch eine Chance auf eine Forge. Wir haben leider nicht so viel Geld am Start. Aber wir können jetzt auf jeden Fall uns wieder eine Nuller Feuerrate holen für einen Slot. Und zwar hiermit. Und wir können unser Power Traction aufwerten. Dann haben wir jetzt schon mal das auf Plus. Und das auf Plus haben wieder eine Nuller Feuerrate. Ich werde, oh mein Gott, ich werde einfach ans andere Ende der Map geballert. Und jetzt ist die Frage, wir ballern auf jeden Fall Duett noch rein. Das können wir nämlich auch aufwerten. Was würde ich jetzt am besten gebrauchen können? Wir haben sehr, sehr begrenzte Finanzen gerade. Also so viel können wir nicht machen. Was könnte ich am besten brauchen? Also Multishock Plus, müssen wir nicht drüber reden, wäre extrem gut, wenn ich den irgendwie kriege. Also werden wir, glaube ich, Rare Spells. Habe ich genug Rare Spells? Plus, Plus? Nee, ich habe nicht genug Rare Spells mit einem Plus, leider. Ah, schade. Das heißt, wir werden, glaube ich, normale Rare Spells zusammenwerfen und gucken. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen direkt einen Multishot. Mehr Weiß. Kriegen Eis. Tja, ich würde jetzt sagen, das Beste, was ich machen kann, ist entweder ein Duett versuchen zu drehen. Das wäre krank. Oder versuchen, einen Multishot zu drehen. Ich glaube, ich versuche tatsächlich Multishot Plus zu drehen. Das ist wahrscheinlich das Beste, was ich machen kann. Es ist sehr unwahrscheinlich, weil wir nicht viel Geld haben. Das wäre auch nochmal krass. Ja, wir haben leider nicht genug Geld dafür. Das ist sehr schade, aber ist nicht der Weltuntergang. Wir gehen auf jeden Fall nochmal für Relikt. Oh mein Gott, okay. Ich darf nicht gedrückt halten übrigens. Ich darf nur einmal ganz kurz drücken. Ich darf wirklich nur einmal kurz die Maus anhauchen und dann nichts mehr machen, weil sonst bin ich einfach am anderen Ende. Ich kann nichts tun. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob man 100% Recoil Resistance bekommen kann. Also ob man Recoil komplett eliminieren kann, dass man gar nicht mehr davon beeinflusst wird. Movement Speed ist nicht schlecht. Und was kriegen wir? Mehr Schaden, komm schon. Demon Mask brauchen wir nicht mehr. Seed of Greed ist auch zu spät. Das ist auch egal. Ja, das ist alles egal. Seed of Greed von mir aus ist, keine Ahnung, können wir nochmal hier reingehen und dem irgendwie ein bisschen was ranholen? Ja, doch, können wir machen. Wir werden auch gleich den Expansion Stone hier reinschmeißen, glaube ich. Wir sind bei 838. Wenn ich den da reinknalle, sind wir bei, wie viel? Mal kurz gucken. 838 waren wir. Und wo ist der Stein jetzt? Da oben. Wir sind bei 671. Wenn ich das reinschmeiße, 728. 756. Da kommen wir nicht mehr so hoch, wie wir vorher waren. Aber wir könnten Duett nochmal einbauen. Aber trotzdem, ich werde es nicht machen. Ich glaube, ich lasse meinen Schaden jetzt so unangetastet. Wo ich das jetzt irgendwie schlechter mache, weil ich es nicht testen kann. Glaube ich, lassen wir das erstmal so und gehen weiter. Wir kriegen nochmal einen Geheimraum. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich sehe einfach gar nichts. Der halbe Bildschirm ist weiß. Was habe ich hier erschaffen? Und warum habe ich es erst jetzt erschaffen und nicht schon vorher? Und wir bekommen Acceleratoren 2. Weiß ich jetzt noch nicht so richtig, ob wir damit noch irgendwas anfangen können. Kommt halt drauf an,
ob wir nochmal irgendwie Platz im Zauberstab bekommen. Aber ich glaube, Acceleratoren brauchen wir. Ja, obwohl, für den Trollface-Boss, weil ich werde halt im Trollface-Kampf an der Ecke stehen. Also ich werde in der Ecke des Schlachtfeldes stehen. Aber warte mal, ich sollte kein Geld ansammeln. Aber wir sind jetzt eh beim Boss. Na egal, wir verdoppeln das jetzt einfach alles. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Forge nach dem Boss, wer weiß. Wir hoffen einfach mal, dass wir den ultimativen Zerstörungszauberstab kriegen. Und ich denke, dieser Boss wird, kleiner Spoiler, sehr schnell sterben. 3, 2, 1, Zündung! Das kannst du wirklich keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen, was das hier geworden ist. Das kannst du keinem erzählen. Jetzt noch ein Drill. Komm schon, gib mir den Gottzauberstab und einen Drill. Oh mein Gott, wir kriegen den Gottzauberstab. Ich falle hier gleich um. Und einen Drill. Schade, das wäre auch zu krass gewesen. Wiederbelebung plus nehmen wir mit. Könnte dieses Mal sogar relevant sein. Aber wir kriegen den Gottzauberstab auf Doom. Einziges Problem ist, kommen wir damit... Oh, wir kommen damit nicht auf 0,0. Das ist das einzige Problem, was ich jetzt gerade habe. Und dass wir einen Slot weniger haben, schadet uns natürlich auch. Ich hoffe, wir kriegen noch eine Forge oder irgendwas. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Damit sind wir bei 1600 Damage. Und wenn dann Gegner... Weil wenn wir eine Forge kriegen, können wir uns tatsächlich Power Traction 2 holen. Das wird jetzt aber natürlich sehr, sehr riskant. Wir drehen jetzt unseren Blutschlüsselfeld mal. Und wir kriegen noch einen Drill. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das ändert natürlich alles. Dann kann ich nämlich den Multishot wieder da reinknallen und dann ist komplett vorbei. Das ändert alles, das war's. Das war's. Wir werden den Trollface-Boss komplett zerstören. Ich kann mir es nicht anders vorstellen. Wir haben tatsächlich nicht den Mehr-Projektile-Handschuh bekommen und keinen Multishot 2. Wir kriegen einen Shop. Das ist schon mal gut, weil das ein Raum mehr ist, aber wir kriegen leider... Außer wir haben jetzt im Nebenraum noch einen Trank, der uns ermöglicht, die Räume zu drehen. Ansonsten können wir jetzt leider nicht mehr viel machen. Ah, schade, das wäre zu krass gewesen. Wir können uns hier sogar noch richtig viel Gold cheaten, tatsächlich. Aber wir können hier nochmal richtig viel Gold ranholen, das bringt uns nur leider nichts. Also wir könnten gucken, ob wir hier noch irgendwas kriegen. Die Schilde nehme ich einfach mit. Die Frage ist, was können wir noch gebrauchen? Eigentlich nichts mehr. Wir können keinen besseren Zauberstab kriegen. Wir können nichts mehr kombinieren in der Forge, weil wir keine Forge mehr kriegen. Wir können diesen Multishot nicht anwenden, weil wir den nicht... Wir könnten den Multishot mitnehmen und kombinieren, aber wir kriegen leider nichts mehr zu kombinieren. Wir gehen rein in den Trollface-Boss und ich sage euch, das wird eine sahnige Eskalation. Irgendjemand wird sterben. Wir werden mal sehen, wer. Ich sag nur 3, 2, 1, Zündung. Okay, es ist tatsächlich... Wait. Wo ist mein Mana? Oh mein Gott, wir müssen einen Notfallplan machen. Wo ist mein Mana? Oh nein, als ob das Mana nicht reicht. Oh mein Gott, das war so ein kranker Run. Das war so ein kranker Run. Aber das Mana reicht einfach nicht. Oh nein, ich hätte vielleicht doch den anderen Zauberstab nehmen sollen. Well, wir hätten sie zerstört. Ach, Mann, das tut weh. Mein Luck hat am Ende nicht gereicht. Aber Leute, das war so ein geiler Run. Ich liebe dieses Game. Deswegen liebe ich Magicraft. Als ich in diesen Run reingegangen bin, hätte ich niemals damit gerechnet, dass wir mit so einem Zerstörungsrun rausgehen. Wir hatten richtig Glück. Am Ende hätte ich vielleicht noch Split gebraucht oder Penetration in meinen Mana-Drains, damit wir einfach genug Mana haben. Da war ich vielleicht ein bisschen zu gierig. Ich habe den Multishot einmal weggedreht, das war ein totaler Fail. Wir hätten aber trotzdem keinen Multishot 2 bekommen, leider. Das hat ja nicht geklappt. Sehr, sehr schade, aber ich hatte so viel Glück in diesem Run. Der ist einfach nur krank gewesen. Ich hoffe natürlich, dass euch der Run gefallen hat. Falls ihr in Zukunft nochmal vorbeischauen wollt, lasst mir gerne ein Follow da. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich einen ganz schönen Tag. Bleibt gesund, vielen lieben Dank fürs Ansehen und vielleicht bis zum nächsten Mal zu einer weiteren Magicraft-Eskalation. Ciao, ciao, Leute.